Hallo Leute, ja, wir haben letztes Mal in der Folge festgestellt, dass es im Forschungslabor tatsächlich Verbrennungsmotoren zu forschen gibt, somit bessere Fahrzeuge kommen können. Und so wollen wir wohl mal diese Folge dann gucken, dass wir vielleicht da was machen können, wenn das andere vielleicht schon fertig geforscht ist. Müssen wir gucken. Ich würde sagen, ihr schaut's Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm, ne? So, dann schauen wir mal hier Labor 2, da wird noch geforscht. Da müssen noch Bretter hin und Glas. Und in dem anderen Labor sieht es so aus, dass da eine Forschung anstehen könnte. Die Betonherstellung ist wohl fertig. So, das würde bedeuten, wir gehen mal jetzt hier nach Dampfmaschine oder Verbrennungsmotoren. Was brauchen wir denn hier? 450 Kohle. Und hier bräuchten wir Eisenerz. Hier gibt es neue Fahrzeuge. 75 Tage und die Dampfmaschine auch 75 Tage. Kosten, ja, ist eher nicht so für uns entscheidend, glaube. Signale. Signale 2. Das haben wir, glaube ich, schon alles erforscht. Bergbau. Bergbau 3 gibt es da, aber das haben wir wohl auch erforscht, oder? Ja, Kupfermine haben wir wohl und Sandgrube haben wir auch. Müssen wir mal gerade durchklickern. Ja, hier ist noch was offen. Dampfmaschine. Ja, das haben wir ja, ne? Und der nächste Schritt ist dann dieser. Oder Verbrennungsmotor. Tendenziell würde ich jetzt sagen, mit den Eisenbahnen schneller unterwegs zu sein, ist vielleicht besser. Das heißt, wir müssen jetzt hier Kohle anliefern und nicht mehr Steine. Der muss jetzt Kohle bringen. Er fährt nach da. Ich hoffe, hat er die Steine da weggeholt. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Er muss jetzt hier, dann müssen wir die bearbeiten, müssen das wegwerfen und müssen jetzt die Kohle da hinten irgendwo wegholen. Wo war das? Hier muss es irgendwo sein. Ja. Nee. Wo war die Kohlemine? Hier ist die Straße, dann da rechts, da ist die Kohlemine. Dann halt hinzufügen, diesen und laden. So, und dann Route 60 lassen wir so, ist okay. Und dann Statistiken. Ne, Fahrzeuge hätte ich gerne gewusst. Einer ist ein bisschen knapp eigentlich, oder? Wie heißt der Fahrplan? Route 60. Kaufen wir noch ein Fahrzeug. Kaufen wir und der kommt auch noch auf Route 60. Route 60. Haben wir. Und starten. Gut. Jetzt fahren da zwei Autos. Das macht Sinn. So, und hier war keine Bretter. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da Bretter hinkriegen, ne? Bretter sind hier. Logistik, ja. Hier ist der Halt. Wer fährt denn jetzt hier Bretter? Der? Ich glaube, der hat das Falsche, was er da transportiert dann, ne? Der müsste dann mal das fahren. Und wer anders fährt, die ja gar nicht, ne? Oder? Doch, da unten ist noch einer, aber das ist was anderes. Also, der bringt doch das Glas dahin. Das heißt, auch hier ist wieder das Problem. Ja, jetzt kannst du es, glaube ich, so lassen. Und hier geht es überhaupt nicht voran, weil nicht ein einziges Brett hier hingekommen ist. Das ist ja wieder super, ne? So, jetzt können wir mal gerade schneller laufen lassen und gucken, ob hier irgendwo was passiert. Geld spielt da keine Rolle. Machen
Warte mal, da müssen wir hier auch noch gucken. Ah, Dingens ist gekommen. Ist nur die Frage, wo das eingelagert wird. Hier. Und da müssen wir jetzt die Kohle haben. Aber das wird ja hier sofort hingebracht eigentlich, ne? Ja, jetzt sind hier mal drei Bretter angekommen wohl. Kohle ist jetzt gekommen und ja. Ja, es muss halt was zwischengelagert werden wahrscheinlich, oder? Da sind ja zwei Fahrzeuge. So, jetzt kann da nämlich was laufen und hier ist aber nichts reingekommen, oder? Sehe ich das falsch? Eigentlich hätte jetzt Kohle hier reingemusst, meines Erachtens, oder? Nee, ich möchte jetzt dieses Fenster nicht da so haben. Ah, jetzt sind doch zwei hier drin. Ja, alles klar. Jetzt holen sie die auch raus. Ja, passt. Geht. Okay. Das sollte jetzt laufen. Und dann haben wir irgendwann den Verbrennungsmotor. Wir müssen jetzt gucken, machen wir nicht mehr so schnell, wo wir noch rote Punkte haben oder blinkende vor allem. Das ist gelb. Hier, da ist Kohle. Da wird überhaupt keine Kohle hingebracht, ne? Wahrscheinlich. Nächste Bahnhof wäre hier. Gibt es hier eine Anlieferung mit Kohle? Wahrscheinlich, ne? Oder? Ne. Das würde bedeuten, hier Kohleanlieferung? Ne. Es wird hier angeliefert? Kohle. Hier wird Kohle angeliefert. Die Straße ist hier, können da lang fahren. Ja, das ist bei Weitem wahrscheinlich näher, wieder hinten hinzufahren, oder? Könnte ich mir vorstellen. Aber wir können auch hier eine Straße rumziehen, ne? Die dann hier ins Wohngebiet geht. Ist nur die Frage, wo ist die Kohle hier unten? Haben die überhaupt eine Anbindung? Nein, die müssen wir als erstes bauen. So, das ist auf der Straße hier, Terminals. Gibt es hier irgendwo anders Terminals? Ja, hier gibt es ein Terminal. Na, ist egal, wir bauen das einfach hier hin. Zack, ist abgedeckt. Gut, das läuft erstmal. Und dann wollten wir hier noch Straße bauen. So passt es. Und dann Fahrzeug holen. Da weg, kaufen. Und Kohle. Kaufen. Halt hinzufügen. Da. Laden. Und halt hinzufügen. Entladen. Und speichern als. Okay. Und starten. Kaufen. Den kaufen. Und Sand zu Heubach Abzweig. Nun, das ist aber kein Sand. Und starten. Aber hier müssen wir Kohle haben. Warte, da können wir den ja nochmal auswählen. Kohle. Zwei sollen erstmal reichen. So, das haben wir alles. Oh, hier steht auch Kohle. 115 Tage sollen wir mal auch noch schaffen, ne?
Wird denn hier angeliefert? Kohle? Hier wird sogar Kohle angeliefert. Der müsste doch im Einzugsbereich sogar sein, oder? Lagerlogistik, ja, ist er auch. So, hier gibt es keinen Kohlezug, oder was? Doch, der bringt doch Kohle dahin. Wo ist dieser Zug? Steht gerade. Das ist der, ne, der ist das. Und zeig mal gerade, wo du hinfährst. Und zeig mal gerade, wo du Kohle holst vor allem. Das ist jetzt nicht so prickelnd, wenn die ganze Zeit da im Stau stehen, ne? Haben bestimmt wieder irgendwas falsch gebaut, oder? Wo fährt er jetzt lang? Rechts. Warum fährt er nicht bis dahin vor? Wo ist unser Zug hier? Er hat aber Kohle drin. Okay. Dann ist die Frage, ob er da Kohle kriegt, ne? Da kommt die Kohle jetzt. Doch, ist auch angekommen. 10 Einheiten. Details. Ich weiß nicht warum, aber ich mache es mal so, weil ich glaube, dass das einmal gar nicht hier gebraucht wird. Kann das sein? Da ist Kohle drin. Aber die Kohle. Logistik war das, ne? Die Kohle wird leider nicht von dem darüber gebracht, wa? Verstehe ich nicht, weil das ist da, müsste eigentlich ausgeliefert werden direkt. Wenn ich jetzt hier einen im Kreis fahren lasse, dann geht das wahrscheinlich, ne? Der kommt jetzt mit Erz und Sand an und Barren an. Und was wird entladen? Ja, warum werden nicht entladen? Aber dieser würde das machen. Wo fährt er denn lang? Aber der hat jetzt Erz genommen und nicht das. Oder habe ich was falsch verstanden? Ach, doch, er hat tatsächlich das Erz genommen. Das heißt, hier ist nicht mehr voll, ne? Ja. Das bedeutet aber auch, dass es da ein Lagerhaus fehlt, oder? Ja. Und zwar, das muss da rein. Jetzt wird es auch leer. Ach, guck mal, das ist voll. Ah. Da steht noch eins und das ist voll. Okay, dann kann das nicht klappen. Da ist Belieferung schlecht jetzt. Das müsste sich eigentlich ändern dann, oder? Ich glaube, da brauche ich erstmal nichts machen. Ja, das hier ist Vakuumröhre, die kann ich noch nicht und ich glaube, die habe ich ja wahrscheinlich noch gar nicht erforscht. Das wird angeliefert, ja. Sand wird angeliefert. Die sind alle gut. Der ist sogar grün. Der ist auch grün. Der ist gut. Oh, die Holzklappen hier. Eisenplatte. Ich weiß aber nicht, ob wir Eisenplatten produzieren, ne? Hier haben wir das bestimmt nicht, ne? Na, hier wird kein Eisen, hier werden keine Eisenplatten produziert. Kann ich die produzieren? Das ist die nächste Frage, ne?
Verarbeitung. Brecher, Legierungsschmelze, Presse. Warte, hier wäre eine Presse, ne? Was kann die? Die kann das aber nicht machen, okay. Eine Presse ist nicht dafür geeignet. Oder doch? Doch, würde gehen. Das bedeutet, wir müssten hier eine Presse nur haben. Die Barren laufen hier überall lang, ne? Wo kriege ich noch eine Presse hin? Das ist denn die Frage, ne? So, da wird eine Presse hingehen, ne? Aber da wäre sie nicht ganz praktikabel, oder? Ah, jetzt habe ich sie leider ausgemacht irgendwie. Da gehen auch die Pressen hin. Jetzt mal einfach hier so hinbauen, oder? Rezept. Ist das? Barren müssen da rein und Ablieferung wäre da raus. Okay, wo sind die längsten Staus? Sind bei der Presse. Das würde bedeuten, ja, ist eigentlich, ja, wir müssten jetzt hier irgendwie rumfahren, ne? Machen wir Förderbänder. Oh, ich glaube, das würde sogar so gehen, ne? So, da ist es Brücke bauen. Okay, das geht irgendwie nicht bis dahin. Ach so, weil das da schon hoch geht. Kriege ich das? Ja, warte mal, dann nochmal Brücke bauen. Kriege ich das dann? Mehr kriege ich nicht hier rum, ne? Kriege ich die Brücke hier rüber? Nein, leider nicht. Kann ich von... wartest du was? Ne, mach mal anders. Das machen wir da nochmal weg. Ja, und da müssen wir einen Tunnel machen dann. Da brauchen wir einen Tunnel. Kommen wir da wieder raus, ja. Aber das wird schwierig, das da hinzukriegen, ne? Kriege ich da eine Brücke gebaut? Nein. Doch, würde ich kriegen. Warte mal. Wenn ich das kriege, ne, kann ich den auch. Typ Förderbrücke. Cursor abbrechen. Kriege ich aber leider nicht um die Kurve, ne? Schade. Das bedeutet, wir machen das mal nochmal weg. Ja. Machen das Förderband einmal hier um die Ecke. Dahin. Und hier müssen wir aufreißen. Und dann nochmal, achso, Förderbänder hatten wir schon. Und jetzt einen Tunnel bauen. Jetzt kommen wir da hin, oder? So, dann kommt der da auch an. So, und jetzt müssen die noch. Das Zeug muss jetzt hier irgendwo noch in so ein Lager, ne? Ne, Terminal nicht, Lager.
Geht ja nur ein kleines. Ne, sieht so aus, als ob da gar keins geht. Hier wird eins hingehen. Ist nur die Frage, ob ich das da, den Rest dahin kriege. Könnte vielleicht klappen, oder? Holzrahmen? Nee. Eisenplatten. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich das Förderband da so hinkriege. Brücke bauen. Nein. Brücke geht nicht. Das würde bedeuten, wir müssen erstmal so einen Ausleger machen. Eingangsverbinder, der muss dahin. Jetzt ist die Frage, ob ich den da so hinkriege dann, ne? Geht das? Ich weiß es nicht. Wir müssen mal gerade gucken, ob wir das hinkriegen. Mit dem Tunnel. Oh ja. Aber in die Richtung ändern. Und jetzt läuft's. Und da kommen schon die ersten raus. Hat gut geklappt, oder? Presse funktioniert. So, jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir die da hin, ne? Wo ist der mit verbunden? Mit dem Lagerhaus, mit dem Bahnhof und mit dem Lagerhaus. Und wo mussten die hin? Gute Frage, ne? Ja, hier rechts irgendwo, oder? Das war Holz, ne? Wo waren die Eisenplatten? Da. 158 Tage noch. Habt ihr eine Logistik in der Nähe? Ja, da. Das wäre jetzt von da nach da gefahren, ne? Aber noch ein Zug wäre, glaube ich, zu aufwendig. Aber dieses hier können wir ändern. Und der fährt da sowieso vorbei, der Zug, der das hier anliefert, ne? Warte, dann müssen wir den haben. Und dann müssen wir einen Zug haben, der das, ne, den machen wir nicht, den anderen. Und der muss von den dreien muss er hier einmal Eisenplatten mitbringen. Kann er nicht. Falscher Waggon. Gut, dann funktioniert das so nicht. Dann macht das alles zu. Dann müssen wir ein Auto fahren lassen. Kaufen. Und das muss der sein, ne? Eisenteile, ja. Kaufen. Halt hinzufügen. Laden. Und bringt das wohin? Wobei hier das Ding. Da, oder? Halt hinzufügen. Da oder da? Spielt keine Rolle. Mach es da. Entladen. Speichern als. Eisenteile zu. Gefräß Südwest. Ja. Ah. Das. Starten. Nee, lassen wir erstmal so, oder? Nee, wir machen zwei. Kaufen wir. Linie Eisenteile. Und starten. So. Und dieser Schuppen muss
umgeswitcht werden auf Eisenteile. Gut. Läuft erstmal. Aber wir sind schon ganz lange in der Folge. Das bedeutet, wir werden jetzt zusehen, dass wir hier, sag schon, hinbekommen das. Wo ist denn der Zug mit den Eisenteilen? Ist das nicht der gewesen? Er fährt dahin und fährt. Achso, nee, wir haben gesagt, geht nicht, weil falscher Anhänger. Das war's. Da muss es irgendwo ein PKW geben, also ein Fahrzeug, einen kleinen LKW geben, der das macht, ne? Der ist es nicht. Der ist es. Und der hat auch schon 5 Platten drin, oder? Ja, der fährt schon. Ist die Frage, ob es Sinn macht, den nicht hier hinten rumfahren zu lassen, sondern ein bisschen kürzer den ganzen Weg hinzukriegen, vielleicht hier lang. Straße. Irgendwie mag der da nicht hin, oder was? Lass uns mal gerade gucken, wo war die Platte? Aber ich sehe gerade, da vorne blinkt auch schon Holzträger. Hier ist es. Das heißt, er müsste eigentlich eher hier hin, ne? Warum geht das nicht wegen dem Bahnhof hinten? Wolke bauen. Geht nicht mit Brücke bauen, so ein Shit wieder. Ja, das ist ein bisschen doof in dem Tool, ne, mit der Brücke. Und Tunnel bauen. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Oh Mann, ey. Was hat er für ein Problem? Ich habe mich verirrt. Warum? Mal aktuellen Auftrag überspringen. Geht das? Ne, geht nicht. Wir können jetzt hier nicht drehen, oder was? So sieht's aus. Na komm, dann machen wir mal Tunnel. Tunnel da. Straße hier. Warum ist das jetzt hier so hoch? So. Und so. Jetzt können die da lang fahren, ist kürzer, glaube ich. Die Platten jetzt. Wird schon passen, oder? Da sind die Platten. Kann hier lang fahren, kann hier lang fahren, kann da lang fahren. Kann hier nicht lang fahren, weil da irgendwo was im Weg ist. Können wir hier was machen? Schwierig. Können wir hier was machen? Ja, oder? Nee, auch schwierig. Alles schwierig. Hier kann er nicht durch, ne? Aber okay, er fährt hier lang, da lang. Ja, passt schon, wird schon klappen. Ist dann die Frage, wann das erste ankommt, ne? Lass mal schneller laufen, wir gucken mal gerade.
Ah, Nachfrage 5. Okay, ach so, nee, die 5 sind, glaube ich, noch nicht geliefert, ne? Wo liefern die an? Ich glaube hier rechts. Hier bei dem wird angeliefert, glaube ich. Ah, da kommen die ersten. Okay, Nachfrage 8. 136, ich glaube, das wird werden. So, jetzt machen wir mal langsamer, weil wir hatten irgendwo noch die Kohle. Die war auch irgendwo am Blinken, glaube ich, oder? Nee, die Holzträger, da. Aber noch 117. Warum wird hier nichts? Passiert hier nichts? Das ist die Frage. Logistik ist da. Holzbretter. Wir brauchen aber keine Holzbretter, glaube ich, da, ne, oder? Doch, die brauchen auch Holzbretter. Das würde bedeuten, wir machen da mal schnell noch einen Wagen hin, ne, oder? Und wo aber? Da kommt nichts an. Oder sagen wir so, die sind schon weg. Ja, das ist ja auch schon schwierig. Mit 14 im Lager nur, ne? Da warten die Züge, bis sie endlich voll sind, oder was? Hier wird noch aber nichts abgeholt. Ah, der wird auf Stämme. Okay. Warte mal. Achso, okay. Stämme holen die da aus dem Wald. Ah, und der dritte ist frei. Warte, da ist ja gerade einer weggefahren. Hat der? Der hat auch Stämme. Das bedeutet eigentlich, dass hier einer fall. Also falsch nicht, sondern nicht das passende Pferd. Ah, der hat die Träger hier. Der fährt von da nach da, okay. Und die sind jetzt da, die Träger, ne? Ja. Okay, das würde bedeuten, wir können dann LKW fahren lassen. Von da zum den da. Kaufen. Den da kaufen. Aussuchen. Halt hinzufügen. Laden. Und hinzufügen. Entladen. Und speichern als Holzträger zu Melkstadt 7 und starten. Weiß nicht, ob das noch klappt. 114 Tage sollte aber auch gehen, meines Erachtens. Aber wir sind schon wieder viel zu weit. 33 Minuten, meine Güte. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.